Elektro mit C-Sport.de. Hallo liebe Elektrosportfreunde, lange haben wir darauf gewartet, jetzt ist es endlich verfügbar, das Kingsong KS16. Das Kingsong KS16 ist ein 16-Zoll-Rad, wie der Name schon sagt, und beginnt mit einer Akkukapazität von 340 Wattstunden und ist verfügbar bis 828 Wattstunden. Das ist schon eine ganze Menge für so ein 16-Zoll-Rad. Und da kommen wir schon mal zum Gewicht. Das Ganze wiegt 15,3 Kilogramm mit dem kleinsten Akku und geht dann hoch bis 17 Kilogramm. Der Motor leistet 800 Watt Nennleistung und hat eine Spitzenleistung von 3000 Watt. Hello, Kingsong. Die Bedienelemente im Rahmen, die sind im Prinzip ja schon bekannt von den anderen Kingsong. Da haben wir zunächst einmal den Ein- und Ausschalter. Wir haben hier den Bluetooth-Taster, diesmal kein Berührungsschalter, sondern einen Taster wirklich. Den Lichtsensor. Ja, und was fehlt? Vielleicht fällt es euch auf, die Akkuanzeige, die hat man leider eingespart. Wir hoffen vielleicht, dass die irgendwann nochmal wieder dazukommt. Denn die Akkuanzeige, die wird jetzt über den äußeren LED-Ring realisiert. Und der ist komplett neu. Den gibt es ja weder beim KS14 noch beim KS18. Den gibt es ja wirklich nur im KS16. Und der sieht auch wirklich richtig schick aus. Die Geschwindigkeit liegt bei 30 Stundenkilometer maximal. Ja, und unser Freilauftest, den wir jetzt übrigens immer machen, der zeigt uns, es kann hoch bis 45 km/h, das ist die Sicherheitsabschaltung. Bitte nicht versuchen, 45 km/h zu fahren. 30 km/h ist wirklich Ende und darüber hinaus bitte nicht beschleunigen. Das ist ein großes Risiko und ihr werdet euch ganz sicher verletzen, wenn ihr das Rad ausreizt und der Motor abschaltet. Hello, Kingsong. Ja, und unser Geschwindigkeitstest in der realen Welt sozusagen, den haben wir durchgeführt und liegen hier immerhin bei 29 km/h. Dann haben wir uns selber nicht mehr getraut, schneller zu fahren. Es geht sicherlich noch, aber wozu 1 km/h noch schneller fahren? Wir wissen ja, dass es geht. Und 29, das ist schon mächtig schnell. Die Pedale, die sind hier auch deutlich verbessert worden. Wir haben jetzt hier die gleichen Pedale in etwa wie beim MCM4 oder Ninebot. Also eine Gummierung, die durch einen Metallrahmen gesteckt ist. Und die sieht doch sehr schön aus. Die Pedale sind doch ziemlich groß diesmal. Leider, wenn es nass ist, das sage ich ja, glaube ich, fast jedes Mal bei diesen Pedalen, wenn es etwas nass ist, dann werden auch die etwas rutschiger. Also das Optimum ist es für mich noch nicht, aber ich glaube, die meisten werden damit zurechtkommen. Hello, Kingsong. Auch hier hat Kingsong wieder sein Lichtkonzept beibehalten. Das bedeutet, wir haben ja einen Lichtsensor, der automatisch das Licht an- oder ausschaltet. Ihr könnt das Licht trotzdem auch ausschalten, wenn es euch gar nicht passt. Ja, und das Licht ist auch diesmal wieder vorwärts- und rückwärts kompatibel. Das bedeutet, das Licht leuchtet immer in die Richtung weiß, in die ihr gerade ausfahrt. Oder es kehrt sich um, wenn ihr halt das Rad andersrum benutzen wollt. Ja, und gleichzeitig ist das Rücklicht dann immer auch noch ein Bremslicht. Your device is low battery. Please charge it. Der Akku, wie ich schon gesagt habe, wird mit diesen LEDs an der Seite angezeigt. Und wenn ihr losfahrt, dann ändert sich das LED-Muster und zeigt bunte Farben an. Und ich weiß nicht, ob es in einer späteren Softwareversion dann noch etwas einzustellen gibt. Momentan ist es noch nicht so. Please decelerate. Die Lautsprecher. Es sind zwar nicht mehr 4 Stück wie vorher, aber diese 2 Lautsprecher, die haben wirklich einen sehr guten Klang. Und das Gerät gibt wirklich ganz klare, verständliche Sprachmeldungen ab. Hello, Kingsong. Please decelerate. Und man könnte fast denken, da sitzt jemand drin. Ja, und was auch neu ist, zum Beispiel, wenn ihr das Rad zu sehr bewegt, also zu sehr ärgert, dann sagt es overpowered. Oder aber es gibt die Meldung, please decelerate, also bitte entschleunigen sozusagen, wenn das Rad merkt, dass ihr zu schnell seid. Und das ist wirklich ganz, ganz deutlich zu verstehen.
Und hat uns wirklich überrascht, wie klar diese Ansage ist. Und ja, natürlich könnt ihr diese Lautsprecher auch zum Musik hören benutzen, denn dafür sind sie ja eigentlich da. Und das ist wirklich ziemlich cool, wenn man während der Fahrt Musik hören kann. Am Anfang dachte ich auch, wozu diese Funktion? Aber nein, glaubt mir, wenn ihr weite Strecken fahrt und nebenbei Musik hören könnt, das ist wirklich gut, denn ihr braucht keine Kopfhörer, ihr habt die Ohren frei und nehmt eure Umwelt noch wahr. Und das ist viel, viel sicherer, als wenn ihr mit Kopfhörern fahrt. Ja, ein großes Highlight, und danach werden wir immer wieder gefragt, und deswegen sind wir so froh, dass es Kingsong verstanden hat und dann auch so stylisch realisiert hat, ist dieser Griff, dieser Trolley-Griff. Im eingefahrenen Zustand sieht es einfach nur aus wie ein Griff, der etwas schräg ist, aber selbst das ist kein Nachteil. Ihr müsst mal eure Hand hängen lassen und da merkt ihr, dass die Hand niemals gerade ist, sondern immer etwas schräg. Das bedeutet, dass der Griff genau ergonomisch angepasst ist, wenn ihr das Rad anfasst und tragt. Also es hängt niemals schief, wie man vielleicht denken könnte. Und wenn ihr dann auf diesen Knopf in der Mitte drückt, dann könnt ihr die Stange rausziehen und habt einen Trolleygriff, und der ist richtig stabil, der wackelt auch nicht und ihr könnt das Rad ganz bequem vor euch hinschieben. Finde ich eine richtig gute Sache. Ich kenne auch keinen anderen Hersteller bis jetzt, der das so stylisch umgesetzt hat, und ich glaube, das wird euch richtig gut gefallen. Please decelerate. Ich hatte ja gesagt, dass die Akkuanzeige irgendwie eingespart wurde. Nun, das war nicht ganz umsonst, denn wir haben mal reingeschaut und in dem Rad ist da, wo die Akkuanzeige gewesen ist, ein CPU-Lüfter. Und wenn das Rad wirklich zu heiß wird, dann springt dieser Lüfter an und kühlt noch zusätzlich die Elektronik, sodass wir wirklich auf der sicheren Seite sind, dass das Rad nicht überlastet wird und dort nichts durchbrennt. Das Sicherheitskonzept ist gleich geblieben. Wir haben also wieder hier die drei Warnstufen und die können wir frei verstellen. Und als allerletzte Warnstufe haben wir nochmal den Pedal-Tilt. Das bedeutet, die Pedale neigen sich nach oben und geben euch mechanisch nochmal Feedback, falls ihr alles andere überhören solltet. Und ihr wisst dann, okay, nicht weiter beschleunigen, sonst droht möglicherweise Gefahr, wenn das Rad irgendwann abschaltet. Ja, das ist hier schon die neue App, und man kann zum Beispiel das Licht ein- und ausschalten. Den Fahrwerksmodus, den kennen wir ja schon, hart, mittel oder weich. Ihr seht, die App ist in Deutsch, die haben wir extra anpassen lassen. Man kann übrigens auch die Sprachausgaben komplett stumm schalten. Und die App ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Hier die Infos über die Hardware oder Batterieinfo mit Stromverbrauch und Leistungsaufnahme. Das ist also ganz intuitiv zu bedienen. Fazit: Das Kingsong KS16 ist ein wirklich stylisches, kraftvolles Rad. Es hat jede Menge Features, und wenn wir noch den Preis betrachten im Vergleich zum direkten Konkurrenten, dem Ninebot E+, dann kann das Kingsong KS16 irgendwie alles besser. Und warum überhaupt noch ein Ninebot One E+ kaufen, höchstens wenn es irgendwie mal im Angebot ist, aber das Kingsong mischt hier wirklich den Markt neu auf. Einziger Wermutstropfen vielleicht, dass die Akkuanzeige nicht mehr da ist, und das Gewicht, es fängt eben bei 15,3 Kilogramm an, aber das Ninebot ist im Grunde auch nicht leichter. Nun, ein kraftvoller Motor, der braucht aber eben doch etwas Masse, und vielleicht zum Firewheel beispielsweise würden wir das Kingsong freigeben bis 120 Kilogramm, obwohl der Hersteller sogar 150 Kilogramm verspricht. Und ein Firewheel würden wir ja maximal bis 85 Kilogramm empfehlen. Insofern, ich sehe zum Kingsong KS16 gar keine Konkurrenz im Moment. Und es hat alles, was wir wollen. Und Kingsong-mäßig gewöhnt sind wir ja diese Qualität auch, die absolut spitze ist. Und wem das 14-Zoll-Rad zu klein ist und das 18-Zoll-Rad zu groß, der ist mit dem 16-Zoll-Rad richtig gut bedient. Und ihr werdet eure Freude an diesem Gerät haben. Und es ist auch wirklich stylisch. Es sieht ja auch nicht irgendwie freakig aus, sondern es ist wirklich ein hübsches Gerät. Und ich glaube, ihr werdet diesen Kauf auf gar keinen Fall bereuen. Elektro mit C-Sport.de.